Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kugelsichere Jugendlicher Box von Play 69. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kugelsichere Jugendlicher von Play 69. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine riesen Box vor uns liegen. Wir werden mal die Folie abmachen, am besten hier seitlich bei der Schweißnaht, und uns die Box dann im Detail ansehen. So, Folie ist ab. Von vorne haben wir hier Hellal Money Entertainment präsentiert, Play 69, kugelsicherer Jugendlicher stehen. Und es sieht so aus wie so eine Ziegel, wie so eine Backsteinwand, die hier so mehr oder weniger verputzt wurde. Und auf dieser Wand finden wir hier eine Zielscheibe, die schon hier von diversen Kugeln durchlöchert wurde. Auf der rechten Seite zieht sich diese Optik weiter durch. Auf der Rückseite auch. Hier haben wir dann die Credits und einen Barcode. So sieht das dann hier seitlich aus. Und spannenderweise haben wir auf der Oberseite hier so einen kleinen Tragegriff aus Plastik. Also man kann die Box somit praktisch durch die Gegend tragen. Gibt es auch sehr selten bei Boxen sowas. Und von unten auch hier wieder diese Ziegelstein-Optik. Gut. Nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werden wir mal hier diese Lasche öffnen. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Und dann schauen wir mal, wenn es denn aufgeht. Dann schauen wir mal hinein. Die Riesenbox, die Größe der Box, ist vor allem diesem Inhalt hier geschuldet. Und zwar haben wir hier einen Jogginganzug, ein Poster, Sticker, diverse und natürlich das Album an sich. So, dann packen wir die Box mal wieder zur Seite. Und starten wie immer mit dem Album an sich. Das letzte Album Babylon ist ja schon knapp ein Jahr her. Und jetzt ist es an der Zeit für das zweite Album, welches über Hellal Money Entertainment erscheint. So sieht das aus. Wir haben hier den Interpreten Play 69 abgebildet. Darunter lesen wir wieder Label, Interpret plus Albumtitel. Und links haben wir einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und auch hier zieht sich die Optik von der Box durch. Also sieht hier aus wie auf einem Schießstand. Hinter ihm haben wir diese Pappkameraden bzw. diese Zielscheiben hier auf der Wand, die allesamt durchsiebt wurden. Das Album kommt in einem Standard-Toolcase. Auf der Seite lesen wir auch wieder Play 69, kugelsicherer Jugendlicher. Und dann hier die Tracklist. Wir haben 16 Tracks auf dem Album, plus 5 auf der Bonus-EP. Wir haben Features von Farid Bang, Flair, Unique, 18 Karat, Casey Rebel, Musie, Summer Jam, Sipo, Hamada, Azimemo und Mert. Ja, das sind insgesamt 21 Tracks, das ist eine Menge. Die EP trägt den Namen Balkanake EP, also das ist so eine Wortschöpfung, Wortkreation aus dem Wort Balkan und eben Kanake. Dann haben wir hier unten die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir kommen als erstes zum Booklet. So sieht das aus, Play 69 hier vor einem Maschendrahtzaun. Und hier trägt er schon den Jogginganzug, den wir uns dann noch ansehen. Die Tracklist mit den Infos, wer produziert hat. Weitere Aufnahmen
auch hier wieder mit dem Jogginganzug. Weitere Tracks und hier haben wir Flair und Farid noch dabei. Kurze Info zu Flair an dieser Stelle, kugelsicherer Jugendlicher ist ja seine Schöpfung, seine Idee damals gewesen. Hat er ja schon vor vielen, vielen Jahren gerappt, dass er ein ebensolcher sei. Und angeblich hat Farid auch bei Flair mehr oder weniger um Erlaubnis gefragt, ob sie das so machen können, ob Play 69 das als Albumtitel verwenden darf. Ja, Flair hatte nichts dagegen und somit haben sie noch gleich das Video dazu gedreht, zu diesem Track. Dann haben wir die Album-CD, die sieht so aus, auch hier wieder wie eine Zielscheibe, in schwarz und orange, erinnert mich vom Artwork her etwas an die Frontal-CD, an das Frontal-Artwork. Und jetzt haben wir hier auf der Rückseite nicht wie so oft die Instrumentals, nein, hier haben wir die Bonus-EP, die Balkanak-EP CD 2 lesen wir hier. Hier ist alles in schwarz. Und in diesem Artwork, in diesem schwarz-orange, schwarz-gold geht es dann hier auch weiter. Wir haben hier Sticker und zwar haben wir hier dreimal im Querformat Hellal Money Entertainment. Dann haben wir dreimal quadratisch Hellal Money Entertainment und dreimal im Hochformat coolsicherer Jugendlicher hier mit durchlöcherter Zielscheibe. So sieht das aus. Also insgesamt 9 Sticker, 3 verschiedene Formate. Ein Poster ist auch mit dabei. So sieht das aus im Hochformat hier, das Albumcover. Auch hier wieder der Verbraucherhinweis dabei. Und auf der Rückseite ebenfalls im Hochformat. Allerdings hier in anderem Outfit und vor anderem Hintergrund nochmals hier Play 69 abgebildet. Ja, von der Größe recht kompakt. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann dürfte das ungefähr so A3 Format haben. Ist ganz praktisch. Kann man gut an die Wand hängen. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Das eigentliche Highlight der Box, neben dem Album natürlich. So, und zwar haben wir, das gab es glaube ich auch noch nie in einer Box, einen kompletten Jogginganzug, bestehend aus Jogginghose und einem Zip-Hoodie. Wir starten mal mit der Hose. Also wir haben hier eine schwarze Hose, fühlt sich vom Stoff her schon mal sehr bequem und sehr weich an. Wir haben auf dem linken Oberschenkel hier oben diese schwarz-orange schraffierte Fläche. Dann haben wir hier Play 69 stehen. Das Ganze ist in so einer Revolver, in so einer Trommeloptik. Die Reißverschlüsse sehen so aus. Also auch die scheinen hier echt gut verarbeitet zu sein. Innenleben der Tasche ist sehr groß und auch sehr weich und angenehm. Rechte Seite natürlich ebenso. Wir haben hier einen Bund, ebenfalls in schwarz. Hier vorne dann 2 Bändel, also 2 Schnüre, die jeweils hier mit Metall enden. Und mit diesen kann man dann die Hose am Bund entsprechend anpassen. Auf der Rückseite haben wir hier keine Tasche vernäht. Und hier dann, also ich sage mal so im unteren Knie- bzw. Schienbeinbereich haben wir dann hier noch eine Quernaht auf beiden Beinen und das Ganze schließt dann hier unten mit dem Bund ab. Das ist mir immer wichtig bei solchen Jogginghosen, dass die unten wirklich einen Bund haben und hier abschließen und nicht einfach so labbrig dann am Knöchel herumflattern, sondern dass das wirklich hier schön abschließt. Gut, dann schauen wir noch hinein. Wir haben auch hier wieder diese Trommel, One Size, ja, das gab es wirklich in einer Größe nur. Bin mal gespannt, wie er passt. Was haben wir hier? 80% Baumwolle und 20% Polyester und Made in Turkey. Grüße gehen raus. Und dann kommen wir noch zum letzten Inhalt und zwar zu dem Oberteil des Jogginganzugs. Also, es handelt sich hierbei, wie gesagt, um einen Zip
Hoodie. Wir haben hier einmal auf der linken oberen Brust Play 69 kugelsicherer Jugendlicher stehen. Das Ganze auch hier wieder in diesem Orange-Gelb. Dann eine Kapuze, die komplett in Schwarz gehalten ist. Auch hier haben wir dann wie bei der Jogginghose zwei Schnüre, zwei Bändel, jeweils mit Metallstiften endend. Damit kann man dann die Kapuze anpassen. Der Zip, also der Reißverschluss geht wirklich bis ganz nach unten, lässt sich komplett öffnen. So sieht das Ganze von innen aus, also auch komplett in Schwarz. Und links und rechts haben wir dann hier zwei Bauchtaschen, die natürlich vom Reißverschluss und auch so vom Innenleben wie auch schon bei der Jogginghose gestaltet sind. Also die Reißverschlüsse hier wirklich ident. Und von hinten ist das Ganze dann glatt in Schwarz. Da ist kein Aufdruck oder keine Details gibt es hier mehr. Das ist alles komplett in Schwarz gehalten. Gut, und bei diesem wird es sich wahrscheinlich um das gleiche Material halten, jawohl, handeln. Wir haben hier 80% 20% Polyester und 80% Baumwolle. Und das Ganze ist auch hier wieder made in Turkey. So, dann fassen wir zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser Hoodie, dieser Zip-Hoodie mit natürlich der zugehörigen Jogginghose. Also echt ein vollwertiger Jogginganzug. Absolute Premiere in einer Box. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt, jeweils im Hochformat. Die Sticker, drei Motive, je dreifach vorhanden, also 9 Sticker gesamt. Und natürlich das Album an sich, kugelsicherer Jugendlicher mit 16 Tracks plus Bonus-EP mit 5 Tracks, womit wir auf insgesamt 21 Tracks kommen. Jawohl. So, und das alles in dieser wunderbaren Box Play 69 kugelsicherer Jugendlicher. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Play 69 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.